Ich bin noch im Gespräch mit Christian Röhl. Wir haben ein langes Interview geführt und jetzt haben wir das Thema Fragenhagel. Ihr habt uns super viele Fragen auf Instagram geschickt und ich schaue mal, wie ich Christian möglichst viele dieser Fragen stellen kann und du versuchst so ein bisschen kürzer zu antworten. Also nicht, dass du sonst so lange antwortest, aber einfach mit so einem Stichwort oder sowas. Also dein Depot, ja. Die Frage war, wo hast du dein Depot oder dein Broker? Singular ist ganz schlecht, sondern ich habe mehrere Depots. Ich habe insgesamt über ein Dutzend Bankverbindungen. Okay. Das liegt daran, weil ich halt historisch gewachsen natürlich. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch noch ein Depot in der Schweiz, weil ich dort gelebt habe. Aber es macht auch Sinn, mal ein bisschen geografisch zu streuen. Ich habe bei allen großen Direktbrokern natürlich Depots, aber ich habe auch bei einigen Filialbanken und Private Banking Depots. Okay. Und ich schaue halt, dass ich die Depots halt wirklich bei unterschiedlichen Bankengruppen habe. Und da geht es auch natürlich um, Gerd Kommer hat das sehr häufig schon thematisiert, um die Einlagensicherung. Okay, alles klar. Das heißt, so eine echte Empfehlung können wir dir nicht entlocken. Nein, ihr habt ja unter den Videos habt ihr Banken drinstehen und genau. bei den Banken bin ich unter anderem auch. Okay, ja, dann schaue ich die an. Man muss immer gucken, was passt und was man von der Bank erwartet. Das Angebot ist so groß, man kann nicht bei einer Bank, die nur einen Euro verlangt, einen Vollservice erwarten. Ja, genau, okay. Aber sagen wir es mal so, wenn man im Online-Bereich bleibt, kann man so viel eigentlich auch nicht falsch machen. Ne? Außer wenn du jetzt irgendwie so ins Filialgeschäft gehst und so und dort viel mehr Service bekommst, dann wird es halt auch teurer. Ja, aber also die Filialbanken, bei denen ich bin, die sind nicht teurer als eine Comdirect oder eine ING-Bank, solange man über deren Online-Window handelt. Und dafür trotzdem bei einer zum Beispiel Raiffeisenbank oder bei einer Sparkasse zu sein, ist ja jetzt nicht schlecht, einfach auch unter dem Aspekt der Vermögensstreuung. Okay, interessant. Wie stehst du zum Thema ESG-Investing, also nachhaltiges ethisch und First ESG Governance? Es wird passieren. Ja, also ob man jetzt diese Interpretation von ESG, die ja sehr formelhaft ist, gut findet oder nicht, das ist ja mal egal, aber der Gesetzgeber hat ganz klare Regeln dafür geschaffen, dass in der Bankpraxis Bürgern ESG-Produkte angeboten werden müssen. Wir sehen bei institutionellen Investoren eine zusätzliche Bewegung Richtung ESG und folglich ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, sprich nicht im Sinne dieser ESG-Ratings, die diese Ratings nicht erfüllen, werden künftig sich teurer oder nicht mehr refinanzieren können. Okay, das heißt, du denkst, das ist die Zukunft. Also in Zukunft wird es mehr und mehr, also wird ESG-Investing quasi zum normalen Standard. Ja, und Unternehmen werden sich bemühen müssen, in den ESG-Ratings nach oben zu kommen, weil sie sonst einfach zum Beispiel auch am Anleihemarkt Aufschläge zahlen müssen. Okay. Wie stehst du zum Thema Dividenden-ETFs? Also du bist ja Dividendeninvestor. Es gibt ja auch ETFs, die sich darauf spezialisieren, Werte herauszusuchen, die eine besonders hohe Dividende haben. Ja, also hohe Dividende, das hatten wir schon an anderer Stelle mal, ist für mich kein Qualitätsmerkmal und das ändert natürlich auch die Verpackung ETF nicht. Wenn man in einem ETF einen Qualitätsanspruch definiert, der aus der Dividende abgeleitet wird, also zum Beispiel die Fidelity Quality Income ETFs oder die Dividend Aristocrats ETFs von Spider, dann sind das Produkte, die durchaus sinnvoll sein können. Okay, dann braucht man sich das nicht selbst rauszusuchen. Richtig, und dann hat man natürlich eine Strategie, die fortwährend auch rebalanciert wird und die am Markt aktuell ist. Man kriegt die Dividenden ausgeschüttet. Es ist halt immer die Frage, ob man lieber eine WKN hat oder lieber 20, 30 WKNs und damit natürlich auch entsprechend mehr Dividendentermine und dann so einen gewissen monetären Nieselregen. Ja, okay. Weil sonst, wie häufig schütten die sonst aus? Gibt es ETFs, Dividenden-ETFs, die häufiger als einmal im Jahr ausschütten? Ja, also es gibt durchaus Dividenden-ETFs, die vierteljährlich ausschütten. Okay, aber monatlich noch nicht. Ich meine nicht, aber wie gesagt, für mich ist das Thema nicht so relevant, weil ich, wie gesagt, in dem Bereich, wo Dividenden-ETFs ansonsten für mich eine Alternative sein könnten, über Einzelaktien agiere. Okay. Weitere Frage, reinvestierst du all deine Dividenden oder ziehst du auch manchmal was oder lebst du quasi von diesen? Ja, also das hängt sehr entscheidend davon ab, was ich gerade so mache. Das ist natürlich also bei mir in der Gesamtvermögenssteuerung schon so, dass ich manchmal dann auch eine Beteiligung eingehe, dann ziehe ich etwas ab und das können dann auch mal Dividenden sein.
Ich investiere auch, ich habe relativ viel Cash da rumliegen aus einem Unternehmensverkauf. Also ich bin nicht in dieser Situation, dass ich so ein abgegrenztes Depot habe und dann kommen Dividenden, dann sehe ich den Vermögensstand und dann überlege ich, also das habe ich nicht, weil dafür ist die Sache insgesamt dann doch zu groß. Okay, verstehe. Was sind deine, oder was ist deine langfristige Top-Dividenden-Aktie? Hast du da eine, wo du sagen würdest, das ist the one and only? Oder Nein, also die Top 3? the one and only nicht, sondern sind einfach Aktien irgendwie aus der Dividende oder aus der Dividendenperspektive plötzlich in eine sehr wichtige Rolle gewachsen bei mir im Depot. Das ist sicherlich auch meine größte Position, Microsoft, die ich mal irgendwann, ich glaube, mit einer initialen Dividendenrendite damals gekauft habe von 2, irgendwas Prozent. Die ist natürlich jetzt irgendwie jenseits der 5. Die Aktie hat sich brutal entwickelt. Ich habe natürlich auch da immer nachgekauft. Das Ähnliche ist bei einer Apple, weil ich bei einer Apple auch mal die Angewohnheit hatte. Die hat zwar nicht diese lange Dividendenhistorie, deswegen habe ich sie zu spät gekauft, aber ich habe mir irgendwann gedacht, also wenn ich schon alle 2 Jahre 1.000 Euro in ein neues Handy stecke, ja, dann meine Frau ein neues Handy kriegt, wir diese iPads haben, wir iMacs haben und eine Apple Watch, ja, und dann habe ich irgendwann nämlich vor ein paar Jahren gedacht, okay, also da muss ich eigentlich jedes Mal, wenn ich denen Geld in den Rachen schmeiße, für diese völlig überteuerten Lifestyle-Produkte, dann kann ich auch ein bisschen was in die Aktie stecken. Dadurch ist die Position relativ groß geworden, weil ich immer relativ viel nachgeschoben habe. Als bei also mit jedem Aktien. iPhone dann auch nochmal zusätzlich. Genau, genau. Und also auch also mit einem iMac, ich habe letztes Jahr im November einen neuen iMac gekauft und dann einfach das nochmal genutzt für einen beherzten Nachkauf von der Apple-Aktie, was einfach nur ein Trigger war. Ja, aber manchmal kann so ein Trigger ganz gut sein. Ist halt jetzt auch nicht irgendwie so ein Spaßding gewesen, sondern Apple ist halt ansonsten, erfüllt auch ansonsten meine Filter. Und vielleicht, also wenn wir bei 3 Werten sind, eine LVMH, wo wir dieses Jahr eine Dividendenkürzung höchstwahrscheinlich sehen werden. Bernard Arnault, wo man natürlich dann auch am Jahresende sich hinsetzen muss, okay, was heißt Corona für die Filter? Das wird insbesondere LVMH an dieser Stelle treffen. Okay. Aber es ist eine Aktie, die ich lange habe und an der ich natürlich auch sehr viel Freude hatte. Interessant. Ja. Derzeit ist die Aktie ziemlich auf dem Schirm, auch in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Viele Leute schauen sich die an, aber vorher war das ja eigentlich so den Franzosens Liebling oder so. Aber in Deutschland hatte ich dann nicht so das Gefühl, dass sehr viele Leute die Aktie auf dem Schirm hatten. Ja, es wird ein bisschen mehr inzwischen über LVMH entwickelt. Es gibt im aktuellen Manager-Magazin eine 8-seitige Strecke über Bernard Arnault. Ja, der reichste Europäer. Ne? Ja, ja, und es ist großartig. Und das ist auch wieder sowas, warum es Spaß macht, sich mit Einzelaktien zu beschäftigen. Da steckt auch ganz viel Biografie drin. Also die Geschichte von LVMH, die Biografie von Bernard Arnault, da lernt man sehr, sehr viel über Entrepreneurship und auch einfach dieses Modell von LVMH. Marken wirklich zu skalieren und wirklich so etwas zu sein wie eine Traumfabrik, das ist herrlich. Also da mag ich halt wirklich die Produkte und das Unternehmerische. Okay, cool. Wie hast du dich im Corona-Crash oder wie hast du im Corona-Crash reagiert? Hast du gekauft, verkauft, gar nichts gemacht? Nichts. Nichts. Also okay. Ich habe wirklich auch nicht nachgekauft. Nein, ich habe eingangs des Corona-Crashs habe ich meine letzten Bankanleihen verkauft, weil ich dachte, okay, es könnte Financial Stress geben und da muss ich nicht unbedingt Nachranganleihen haben. Das hätte ich, glaube ich, rückblickend nicht machen müssen, aber gut, ich wollte die eh mal loswerden. Das war ein ganz guter Trigger. Und dann habe ich ein bisschen was so automatisiert nachgekauft, weil ich alte Limite im Markt liegen hatte. Also zum Beispiel für eine Encavis oder für eine 7C Solarparken, also in dem Bereich, wo ich sowieso aufstocken wollte, da hatte ich mal Limite reingelegt, die eigentlich in normalen Zeiten im Februar schon jenseits von Gut und Böse waren. Aber die Kurse haben ja dann plötzlich irgendwie 30-40% mal verloren und plötzlich habe ich diese Aktien eingesammelt. Aber ich habe jetzt nicht Also Kauflimits, also nicht Verkaufslimits? Ja, Kauflimits. Okay. Kauflimits also die alt waren, wo ich nie mehr dran geglaubt hatte, dass sie noch was werden, aber die werden ja nicht gelöscht, weil es gibt ja nur einmal im Jahr Dividende bei deutschen Werten. Aber ich muss zugeben, also ich habe jetzt nicht mit fliegenden Fahnen gekauft, ja, dann muss okay, kann man ja sagen, das ist aber eine ganz schlechte Entscheidung. Ne? Warum? Also ich habe ja nichts dadurch verloren, dass ich jetzt nicht alles reingedonnert habe. Es gibt immer unterschiedliche Szenarien an den Märkten. Wir haben jetzt ein extrem aggressives V gesehen. Meinst du, das war's?
Ach Gott, das kann ich nicht sagen. Wir sind jetzt mehr oder minder wieder auf dem Ausgangsniveau von vor. Ja, das hängt jetzt davon ab, ne? Was ist, was ist mit der sogenannten zweiten Welle? Kann ich nicht einschätzen, bin kein Virologe. Wundert mich auch immer, wie viele Börsenheinis in den letzten Monaten Meinungen zu Corona rausgerülpst haben. Ja, also die dann schon im Februar gesagt haben, ja, Corona ist jetzt nicht das große Ding. Ja, ich meine, man muss einfach sagen, wenn einer so erzählt hat, den brauchst du nicht mehr einzuladen. Das ist gequillter Bullshit. Und zum anderen wird man einfach sehen müssen, gelingt es nicht nur die Börsen hochzufahren, sondern auch wirklich die Wirtschaft hochzufahren. Gehen die Leute am Ende raus und kaufen mit Maske ein? Fühlen sie sich schon wieder so gut, dass sie Geld ausgeben wollen? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich meine, grundsätzlich muss ich mir sagen, freue ich mich über diese Kurssteigerung. Ich verstehe das auch gar nicht, wie viele Anleger hier dann immer sagen, oh mein Gott, also das ist ja alles übertrieben und das ist ja ganz kritisch und das bricht alles zusammen und total überzogen. It's the most hated stock market rally, ist eine der Schlagzeilen immer in den USA. Derzeit, oder? Ja, das ist most hated. Es kann aber nur daran liegen, dass die meisten Leute nicht dabei sind. Hey, ich hab viele Aktien und ich könnte natürlich mehr haben, aber ich bin total zufrieden, freue mich auf dieses Faust-Szenario. Und es ist doch auch schön, also es ist immer positiv, dass die Kurse steigen, weil das ist Optimismus. Und manchmal ist es ja auch so, dass die Stimmung die Lage macht. Ja, und es ist sicherlich auch gerade für die USA hilfreich, wenn die Bürger in diesen schwierigen Zeiten nicht noch damit kämpfen müssen, dass ihre Altersvorsorge-Accounts 30% weniger wert sind, sondern dass sich das wieder annähert. Das finde ich schon grundsätzlich gut. Deswegen würde ich sagen, also wenn alle mal über diese Rallye schimpfen, das können nur diejenigen sein, die keine Aktien haben. Das ist der beste Grund dafür, warum es weitergeht, weil irgendwann werden die weich. Naja, interessant. Das heißt, irgendwann steigen die ein und sorgen für weiter steigende Kurse. Okay. Inwiefern bildet der Markt oder bepreist der Markt die Zukunft? Oder ist der Markt fähig, die Zukunft zu bepreisen? Beispiel Tesla. Oh, ja, der Markt hängt halt ein Preisschild dran. Ob das Preisschild realistisch ist, wird man am Ende sehen. Ob eine Tesla ist, glaube ich, beim Kurs von 1000 etwa 160 Milliarden Dollar wert. Aber wenn die wirklich die Autoindustrie komplett disruptieren, wenn wir an autonomes Fahren denken, ich meine, da wird eine Billionen-Dollar-Industrie unter Umständen komplett durcheinander gewirbelt. Und wenn wir uns hier in Deutschland anschauen, was deutsche Autohersteller machen bzw. nicht machen, dann ist es ja eben nicht Gott gegeben, dass diejenigen, die bislang die besten Autos herstellen, auch in 20 Jahren diejenigen sein werden. Warum sollte Tesla nicht in 10 Jahren eine Billion Dollar wert sein? Aber warum, aber ist das wirklich so, dass die Deutschen, also ich kenne mich nicht genug damit aus, aber dass die deutschen Automobilfirmen tatsächlich so hinterherhängen? Ich meine, die haben ja jetzt fast alle eigene Elektrolinien rausgebracht. Naja, also ich sehe das, ich bin kein Experte für Elektromobilität. Ich sehe nur, dass Volkswagen Verschiebung hat beim ID3, dass man geschrien hat nach einer Autokaufprämie wegen Corona, aber dass es eigentlich nicht möglich gewesen wäre, diese Prämie nur für Elektroautos zu machen, weil man schlichtweg nicht genügend Elektroautos in dieser Zeit liefern könnte, damit die Autohersteller da wirklich einen Effekt von haben. Es scheint gravierende Softwareprobleme zu geben. Und ich sehe, dass die deutschen Autohersteller sehr, sehr stark immer noch dabei damit beschäftigt sind, die bestehenden Produkte, Diesel und alles das, was man immer gemacht hat, in den Markt zu drängen. Wesentlich stärker als Innovation. Und ich meine, es heißt ja nicht, dass das Elektroauto jetzt deswegen die Rettung der Zukunft ist. Vielleicht ist es auch Wasserstoff, Brennstoffzelle, das wissen wir nicht. Aber das Momentum scheint für Tesla zu sprechen. Vielleicht aber auch für Unternehmen, von denen wir jetzt noch gar nichts so wirklich sehen, was autonomes Fahren und so angeht. Für mich ist es ein Bereich, in den ich nicht so bewusst investieren würde, wo ich jetzt sagen würde, weil es ist eine Umbruchssituation. Und die ist für Investoren, zumindest für so dumme Investoren wie mich, die nicht glauben, dass sie in der Lage sind, die Winner von morgen zu erkennen, sondern die einfach nur nach Stand ist und gucken, ist das ganz schlecht, Firmen in Umbruchssituationen zu kommen. Okay. Wie stehst du zu, hatten wir eben schon mal ganz kurz angerissen, aber zu Immobilienaktiengesellschaften oder REITs? Ja, es ist wie bei allen Immobilien, wie bei allen Gesellschaften und bei allen Immobilien. Es gibt gute und schlechte. Es kommt sehr entscheidend auf das Konzept an.
auf das Portfolio an, es kommt auch da auf die Lage an, es kommt auf das Management an. Es kommt sehr, sehr entscheidend auf die Finanzierung und den Zugang zu Geld an. Und investierst du in solche auch? Also, ja, okay. Ja. Aber es ist natürlich schon für Anleger wichtig zu sehen, dass es da unter Umständen auch durch Corona zu Veränderungen kommen könnte. Also gerade diese Immobilienaktienindizes haben ja ziemlich gelitten, ne? Ja, die Immobilienindizes haben dummerweise dadurch gelitten, dass natürlich Gewerbeimmobilien, Büroimmobilien recht hoch gewichtet waren, dass nach wie vor, obwohl die schon stark gefallen waren, auch Einzelhandelsimmobilien recht stark gefallen waren, dass man sich natürlich gerade bei Shoppingzentren, aber auch bei Bürokomplexen fragt, wird es die nach Corona noch so dauerhaft geben oder wird man das Konzept ändern müssen? Ich vermute, man hat in der Vergangenheit häufig investiert in diese Immobilien, um die Miete zu steigern. Jetzt wird man häufig investieren müssen, um die Mieten zu halten. Da sollte man sich ein bisschen von den Renditen verabschieden. Gleichzeitig haben halt manche von diesen Fonds und Indizes das Problem, dass sie, sagen wir mal, bestimmte Spartenimmobilien, wie so die Digitalimmobilien, Rechenzentren, Mobilfunkmasken, also American Tower Corporation, Digital Realty, dass diese Aktien nicht allokiert sind. Ja, dass die aber nicht allokiert sind in diesen klassischen Immobilienindizes häufig. Dürfen die da nicht rein, oder? Genau, weil die nur in Immobilien gehen, aber nicht, die wollen, sind das ist nicht ja auch unbedingt. Mehr Infrastruktur, ja, die sind zwar auch dann in den USA sehr häufig REITs, aber es sind halt Spezial-REITs, die da nicht immer drin sind. Da muss man dann schon sehr, sehr genau gucken. Das ist auch wichtig, gerade bei ETFs, kann ich nur jedem raten, nicht einfach nur sagen, ah, steht drauf Immobilie, steht drauf Gesundheit, sondern einfach immer reingucken. Das ist das Wichtigste, was man sich angucken kann. Viel wichtiger als die Kosten. Viel relevanter, ob 0,50 oder 0,30. Viel relevanter, reingehen, gucken, was sind für Werte drin, wie ist die Branchenstreuung. Wenn es so spezielle sind, ne? Bei so einem MSCI World brauche ich eigentlich nicht reingucken, oder? Naja, aber beim MSCI World möchte ich doch auch zumindest wissen, was ich da kaufe, oder? Also ich das ist ja so, die Top-Werte sind ja aufgelistet im Factsheet. Oder? Ja, ja, aber ich möchte ja auch zum Beispiel mal wissen, wie die Sektorgewichtungen da sind. Die Sektorgewichtungen verschieben sich ja auch, die sind dynamisch. Man kann auch bei iShares, kann man sich das übrigens sehr schön anschauen, die historischen Sektorgewichtungen kann man dort aufrufen, auch die historischen Portfolien. Dann sieht man auch, wie sich das verändert. Also da ist natürlich inzwischen eine sehr hohe Technologie- und Gesundheitslastigkeit drin. Man sollte das einfach wissen. Man sollte das Währungsrisiko kennen. Man sollte sehen, dass wir sehr, sehr stark dort im US-Dollar sind. Und es kann auch mal sein, dass der US-Dollar verliert. Das haben wir jetzt gerade wieder gesehen. Das haben wir in der Corona-Krise haben wir schon mal einen steilen Move gesehen. Und mal gucken, wie sich die politische Situation in den USA weiterentwickelt. Es kann auch sein, dass wir mal auf 1,25 wieder gehen oder 1,30 zum US, also Euro-US-Dollar. Und das hat natürlich dann auch gravierende Auswirkungen auf die Wertstellung eines MSCI World ETFs. Und würdest du ein bisschen mehr Europa dazu mischen? Also jetzt mal so ja, also deine mir, eigene Präferenz? Ja, ja. Also meine eigene Präferenz ist im Grunde als Ziel, das kann man nicht immer ganz exakt umsetzen, aber als Ziel für mich von den Investitionen im Portfolio etwa Drittel, ein Drittel USA, US-Dollar, ein Drittel Euro und ein Drittel alle anderen Währungen, wobei ich zu den anderen Währungen Gold dazu rechne. Aber das ist ansonsten natürlich Schweizer Franken, kanadischer Dollar, die skandinavischen Währungen, britisches Pfund. Okay, interessant. Gut, vielleicht noch Nestlé oder Unilever, ist das, wusste ich gar nicht, dass diese Frage, ist das irgendwie eine berechtigte Frage, oder? Es ist eine schwierige Frage, weil ich vergleiche einen Lebensmittelhersteller mit einem Unternehmen, das etwa 50-50 Lebensmittel und Haushaltswaren, also so Putzmittel und Körperpflege, produziert. Das ist nämlich Unilever. Es ist schwierig, das zu vergleichen. Ich würde immer sagen, beides. Okay, gut. Ja, das waren schon mal die größten oder die meisten Fragen, sagen wir es mal so, oder die ich mal als relevantest dann eingeschätzt habe. Wenn ihr noch Fragen an Christian habt, dann zögert nicht, das unten in die Kommentare zu schreiben. Und ja, wenn es da noch ganz brennende Punkte gibt, die wir absolut vergessen haben, dann müssen wir halt nochmal ein zweites Interview machen. Gerne. Vielleicht erklärst du dich dazu bereit. Natürlich, auf jeden Fall. Super, danke dir, Christian. War mir ein Vergnügen. Ich hoffe, dieser kleine Fragenhagel von unseren Instagram-Fragen an Christian Röhl hat dir gefallen.
Wenn ja, gib uns doch gerne einen Daumen hoch und schreib uns gerne mal unten in die Kommentare, wenn es andere Personen gibt, die wir auf jeden Fall mal interviewen sollten. Wenn du deine Fragen auch mal von einem Experten beantwortet haben möchtest, dann folge uns doch auf unserem Instagram-Kanal. Dort machen wir regelmäßig Stories, wo wir darauf hinweisen, wenn wir mit interessanten Persönlichkeiten sprechen und bieten dir dann die Möglichkeit, deine Fragen dort zu stellen. Den Link zum Instagram-Kanal findest du hier unter der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.